An Tag 50 von Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine müssen die Russen offenbar schwere Rückschläge verkraften. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben 8 russische Angriffe im Osten abgewehrt. Dabei sollen auch Panzer zerstört worden sein. An der Schwarzmeerküste soll das wichtigste Kriegsschiff der Russen, die Moskwa, durch eine Explosion schwer beschädigt worden sein. Die gesamte Mannschaft musste evakuiert werden. In Kiew hat Präsident Selenskyj unterdessen befreundete Staatschefs empfangen. Ein Besuch von Freunden nennt der ukrainische Präsident die Stippvisite der Staatschefs von Polen und des Baltikums. In Borodjanka, unweit der Hauptstadt, offenbart sich ihnen ein Teil der Kriegsgräuel. Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus. Wenn jemand Flugzeuge schickt, wenn jemand Soldaten schickt, um Wohngebiete zu bombardieren, Zivilisten zu töten, sie zu ermorden, dann ist das kein Krieg. Es ist Grausamkeit, es ist Banditentum, es ist Terrorismus. An der Reise teilnehmen wollte auch Bundespräsident Steinmeier. Selenskyj betont jedoch, er habe nie eine offizielle Anfrage erhalten. Enttäuschung bei Außenpolitiker Roth. Er ist unser Staatsoberhaupt, der vertritt Deutschland. Und er hätte auch noch mal ein klares Signal des Zusammenhalts in der Europäischen Union und in der NATO und ein klares Signal der Solidarität gegenüber der Ukraine aussenden können. Vizekanzler Habeck spricht von einem diplomatischen Fehler der Ukraine. Doch nun dürfe man nicht weiter eskalieren. Und auch Steinmeier selbst zeigt sich versöhnlich, fordert weitere Hilfe, auch militärisch. Es geht um mehr. Auch um die Unterstützung derjenigen, die den tapferen Kampf gegen die russischen Angreifer führen, mit Schutzausrüstung und ja, auch mit Waffen. Diese braucht die Ukraine angesichts einer erwarteten Großoffensive Russlands im Osten dringend. Die USA und die EU stellen über 1,2 Milliarden Euro für weitere Waffenlieferungen bereit. Unterdessen fallen immer noch Raketen auf das ohnehin schon weitgehend zerstörte Mariupol. Russland setzt die Raketen, Bomben und Artillerieangriffe vor allem im Osten fort, heißt es aus Kiew. Sprechen wir darüber. Aus Kiew zugeschaltet ist Max Hermes. Max, guten Morgen. Die Russen müssen offenbar militärische Rückschläge verkraften. Weiß man denn inzwischen, wie schwer zum Beispiel das Kriegsschiff Moskwa beschädigt wurde? Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen nach Deutschland. Was wir bislang wissen, und es gibt wieder Informationen von zwei verschiedenen Seiten, ist einerseits von der russischen Seite, die behauptet, es sei Munition auf dem Schiff detoniert und infolgedessen sei das Schiff dann in Brand geraten. Die Besatzung, 500 Matrosen, sei evakuiert worden. Das ist das, was die Russen sagen einerseits. Andererseits sagen die Ukrainer, sie hätten 2 Raketen auf dieses Schiff abgefeuert und infolgedessen sei das Schiff dann schwer beschädigt worden. Was man über dieses Schiff sagen kann, die Moskwa ist von mythischer Bedeutung für die Ukrainer, weil sie auf die sogenannte Schlangeninsel zugefahren ist. Das ist eine Insel, die eben vor der Ukraine liegt, und dort haben die ukrainischen Streitkräfte dann, als sie evakuieren sollten, mit einem Funkspruch an das Schiff gesendet: Also haut ab, verpisst euch, um es mal in unschönen Worten zu sagen. Und wenn dieses Schiff jetzt angegriffen worden sein soll und beschädigt worden sein soll, dann wäre das ein wichtiger moralischer Schlag für die ukrainischen Streitkräfte. Die EU und auch die USA haben jetzt ja inzwischen weitere umfangreiche Militärhilfen zugesagt. Wie zufrieden ist die Regierung in Kiew dann mit diesen neuen Zusagen? Sehr, sehr zufrieden, wenn man da nach dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, geht. Der hat sich in seiner nächtlichen Videobotschaft, die er jede Nacht verbreitet, einmal ausführlich bedankt. Auch bei den USA vor allen Dingen für die erneute Zusage von 800 Milliarden US-Dollar, die da jetzt nur 800 Millionen, pardon, US-Dollar, die da jetzt zugesagt worden sind. Insgesamt ja schon 3,2 Milliarden US-Dollar, die die USA da zur Verfügung stellen. Und auch die EU hat jetzt noch einmal Zusagen gemacht. Das alles wird man sehr, sehr angenehm zur Kenntnis nehmen. Allerdings muss auch gesagt werden, dass noch mehr erwartet wird für die Zukunft. Also damit wird sich die Ukraine jetzt nicht zufrieden geben, vor allem wenn die Region Donbass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen angegriffen werden sollte. Dann wird Selenskyj noch einmal mehr Waffen, noch einmal mehr Schutzausrüstung fordern. Kritik an der Lieferung gibt es übrigens
übrigens aus Deutschland. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der hat gesagt, dass man diese Lieferungen jetzt sehr, sehr kritisch sehen sollte und auch eine mögliche Flugverbotszone, die ja noch nicht beschlossen worden ist, weil man sich dadurch in diesen Konflikt eben noch stärker einmischen würde und das dann noch weitere politische Verwicklungen bedeuten könnte, auch für Deutschland. Max, vielen Dank für diese Informationen aus Kiew.